Ein herzliches Willkommen zur abschließenden Pressekonferenz des heutigen Spiels gegen die Grizzly Adams Wolfsburg. 4.850 Zuschauer im Königpalast, ein spannendes Spiel, 2:1 Endstand für die Krefeld Pinguine. Ganz herzlich begrüßen möchte ich den Trainer der Grizzly Adams, Pavel Groß, und natürlich auch unseren Trainer der Krefeld Pinguine, Rick Adorno. Wie immer gehört das Statement dem Gast zuerst. Pavel Groß, Ihr Statement zum Spiel. Guten Abend, Glückwunsch an die Krefelder, na Rick, an seine Mannschaft. Wir haben eigentlich, würde ich sagen, eine ausgeglichene Partie heute gesehen. Es gab auch nicht so viele Schüsse, auch nicht so viele hundertprozentige Chancen auf beiden Seiten. Unterschiede haben die Special Teams eigentlich ganz klar gemacht. Krefeld hat, glaube ich, 5-mal Überzahl. Haben sie das entscheidende Tor geschossen. Wir haben, glaube ich, 6 oder 7-mal haben wir gar nichts gemacht. Das ist halt das Problem. Und wir haben uns vorgenommen, eigentlich besser defensiv zu spielen als am Freitag. Am Freitag haben wir zu viele Chancen eigentlich abgegeben. Das haben wir, glaube ich, auch gut gemacht. Unsere Defensive stand ziemlich gut. Aber in der Offensive müssen wir mehr machen. Mehr machen, dass wenn du nur ein Tor schießt, dann heißt es, da müssen wir mehr zum Tor. Da müssen wir einfach da, wo es weh tut, da müssen wir hin. Und einfach einen besseren Job zu machen. Aber wie gesagt, mit der Defensive kann man zufrieden sein. 2 starke Torleute haben wir wieder heute gesehen. Aber die Offensive, da müssen wir nachlegen. Dankeschön, Pavel Groß. Gibt es Fragen an Herrn Groß? Das ist nicht der Fall. Rick Adorno, your statement for the game, please. Wir wollten deinen Heimsieg und im letzten Drittel hat man es gesehen. Und Überzahl-Tor wichtig bei Korshain und es groß 3 Punkte. As always, Wolfsburg is a tough team to play against, whether they have injuries or they don't. I thought they played a dangerous game today. Lankau had to be good. We needed to be better in the, I thought, in the first two periods. But we played much better in the third, and we came out with a win. So now we just need to hopefully continue this. Kind of got a little bit of a monkey off our back at home. So again, we're elated for the fans. Great crowd, very boisterous, and we're elated for them because they've supported us whether we've won or lost at home, and that is unbelievably fantastic. So we need to keep rewarding our fans. Dankeschön. Fangen wir bei der Übersetzung an. Es ist fantastisch für die Fans, die 3 Punkte heute geholt zu haben. Er hat schon vorher der Mannschaft gesagt, dass es heute ein schwieriges und gefährliches Spiel werden kann. Er hat dabei auf Scott Lenko gebaut, der also heute auch seine Leistung vollends abrufen muss. Das hat er auch zu 100% getan und darauf ist er auch sehr stolz. Insgesamt freut er sich natürlich für die Fans, hier auch wieder einen Heimsieg unter deren Fach bringen zu können, was sehr, sehr wichtig ist. Ja, und insgesamt heißt es jetzt nach vorne schauen. Gibt es Fragen an Rick Adorno? Das ist nicht der Fall. Sei nochmal erwähnt, 4.850 Zuschauer heute im Königpalast. Weiter geht es für unsere Pinguine am Freitag in Iserlohn und dann am Sonntag hier zum Servus TV Live-Spiel 17.45 Uhr gegen die Hamburg Freezers. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend, kommen Sie gut nach Hause und bis zum nächsten Mal. Dankeschön.